Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zum heutigen Gespräch. Er lebt von und mit Geschichten. In Schaffhausen ist er als Regisseur vom Sommertheater wie auch als Bestandteil der Leseformation «Du noch gut» ein Begriff. Jetzt ist sein erster Band mit Kurzgeschichten erschienen. Der Walter Milns unterhaltet sich mit mir über schwarzen Humor und Anarchie im Alltag. Der Titel von dem Band heisst «Bevor sie springen». Zu sehen ist eine Figur auf einem Rheinfallfelsen. Also mich schudert das ein bisschen. Oder verstehe ich das falsch? Ja, es ist der Titel von einer Geschichte in diesem Buch, die eben auch heisst «Bevor sie springen». Und es ist eigentlich ein Zitat von einer Pflegerin, die ich mal gehört habe, die in der Breitenau arbeitet. Und sie hat mal gesagt, alle, die den Rheinfall abgumpen, ziehen zuerst die Schuhe ab. Und das habe ich so abstrus gefunden. Da habe ich aus dem eine Geschichte gemacht. Bevor sie gumpen, ziehen sie noch die Schuhe ab. Genau. Und zwar jeder und jede. Und das ist irgendwie eine ganz komische Sache. Ja, auch schon eben makaber. Schwarzer Humor. Du bist in London geboren, in Graz und Olten aufgewachsen. Lebst jetzt aber schon lange in Schaffhausen. Mhm. So wie viel von dem sprichwörtlich britisch schwarzer Humor ist dir im Blut? Ja, also so halb britisch. Also mein Vater war Engländer und hat Cartoons gezeichnet. Und die waren damals auch sehr schwarzhumorig. Ich habe das wirklich mitbekommen. Und die Österreicher mit ihrem komischen Witz haben damals auch so eine sehr schwarze Seite. Ich glaube, das habe ich einfach wie mit der Muttermilch und mit dem Zeichnen vom Vater. Das ist einfach, ich habe das gern. Ich habe das einfach wirklich gern. Deine Geschichten passieren oft auf Alltagsszenarien, wie in einem ganz normalen Umfeld, eben beim Einkaufen, in den Ferien, wie auch immer. Und die geraten dann durch irgendeine Begegnung oft aus dem Gleis. Du verzehrst sie dann noch gern wirklich ins Bizarre, gehst noch einen Schritt weiter. Also ja. Der abgefrorene Finger, der an und für sich schon sehr tragisch ist, landet dann noch im Fondue rein. Was reizt dich so an dem Bizarre? Wie? Ich denke, wir leben auch in unserem normalen Leben so in einer gewissen, in einer geschützten Werkstatt. Also wir haben Familie oder Kollegen oder wir machen jeden Tag das Gleiche, stehen immer um die gleiche Zeit auf, machen den Kaffee und reden oft auch immer die gleichen Sachen. Es ist wie eine geschützte Werkstatt. Und manchmal, und die hat auch ihre Regeln, und wenn man manchmal rausgeht und das Gefühl hat, im richtigen Leben und nicht nur in der geschützten Werkstatt, dann spielen die gleichen Regeln, dann hat man sich einfach geschnitten. Und dann passieren halt Sachen, wo man nicht darauf vorbereitet ist. Und das interessiert mich eigentlich. Und was ich sehr lesend finde, ist immer ein Gedanke, noch weiter zu spinnen. Weil das, sonst geht man so auf eine Pointe hin, aber wenn dann nachher noch mal etwas kommt, dann finde ich das eigentlich sehr interessant. Auch. Wie weit, wenn sich das mal entwickelt, wie weit entwickelt es sich, bis es wirklich fertig ist? Ja, eben du erwähnst eine so geschützte Werkstatt. Eben Schaffhausen ist eigentlich auch im Grossen und Ganzen ruhige, familiäre Stadt, haben wir jetzt mal abgesehen von gewissen Begegnungen in letzter Zeit. Ja. ist es vielleicht eben auch das Geordnete von dieser Stadt, die dich auch ein bisschen reizt, eben, dass dann plötzlich eine tiefgefrorene Katze in einem Einkaufstrolli landet? Einfach eine Art ein Ausbrechen wollen aus dieser Stadt? Nein, nicht nur von dieser Stadt Schaffhausen. Ich glaube, so. Nein, das kommt glaube ich überall vor. Ich habe mir jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, im Bus habe ich mir überlegt, was könnte ich für ein Beispiel bringen, was wie entgleist. Da habe ich zuerst gedacht, ein Ornithologe, so einer, der Vögel fotografieren geht in den Wald und trifft dort einen Bär. Und dann dachte ich, ja, das wäre etwas. Aber vielleicht wäre es noch interessanter, er trifft einen Jäger, mit dem er schon in der Schule ist und sie haben irgendeine Rechnung offen. Und dann wird es interessant, was passiert. So die Konflikte irgendwie zu untersuchen und weiterzutreiben, finde ich sehr, sehr interessant.
und auch lustig. Auszureizen und auch ein bisschen ins Groteske zu bringen. Ja. Das, die Art pflegt ihr auch so ein bisschen bei eurem Do-No-Good-Trio? Auf jeden Fall, ja. 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 Wenn ich es in Erinnerung habe. Ja, das ist auch recht schräg. Und wir lesen so Sachen, wo, ja, wobei man kann nicht sagen kann, es kann so nicht passieren. Es gibt ja, also gerade schon Fußsätze, also in letzter Zeit, die Sache mit dem Sohn, der mit dem Flieger aufs Haus abgestürzt ist, ich meine, so etwas zu finden, ist schon schwierig. Also es gibt wirklich absurde Sachen im Leben und Teile passieren wirklich und Teile findet man halt. Ja, eben, es ist auch ein Teil, eben, wie du sagst, ist vielleicht geregelt, Rhythmus, geschützte Werkstatt, aber ein anderer Teil ist ja auch immer eben im Leben, es pfeift einem der Wind um die Ohren, es passieren Sachen, wo man eben manchmal ja, wo wirklich manchmal unrealistisch erscheinen, wenn man sie erzählt. Und nicht sind sie passiert. Ja, ja, genau. Das ist ja schon so. Oder? Ja. Du hast das Drehbuch auch zu Waking Ned umgeschrieben. Das ist ja ursprünglich ein irischer Film, Ende 90er Jahre. Sehr ein liebenswerter. Also dort zeigt sich das Leben ein bisschen von der gnädigeren Seite, kann man sagen. Auch Shakespeare-Werk hast du auf die Schweizer Bühne gebracht. Was hast du für eine Beziehung zum Englischen, zu der englischen Sprache, zum englischen Theater? Ist das auch ein wichtiger Teil für deine Geschichte? Ja, das ist so. Von der Idee her bin ich schon noch ziemlich Engländer. Es ist leider so, ich bin in England so die ersten zwei Jahre aufgewachsen. Da sind wir auf Österreich gezögelt. Also nicht zuerst in der Schweiz, hat mein Vater schwarz gearbeitet, dann mussten wir raus auf Österreich. Und dort haben meine beiden Eltern geschafft und ich war bei der Großmutter. Das heisst, die Sprache ist immer deutscher geworden. Und das Englische ist eigentlich nur noch gebraucht worden, wenn mein Vater hässig war. Weil dann auf Deutsch fluchen ist einfach zu wenig schnell gegangen und auf Englisch schimpfen. Und das ist sehr gut gegangen. Das heisst, also wenn ich jetzt Englisch rede, habe ich einen rechten Dialekt, also so eine Färbung drin. Aber so das Verständnis für den Humor und die Sprache von dem Ganzen, das ist da. Also so das passive Verstehen ist super da. Und ist auch offenbar dir ein wichtiger Teil, um das zu pflegen? Auch, ja, und ich lese auch viele englische Bücher und, ja, und schaue die Filme auf Englisch. Und das ist mir schon noch wichtig. Scheint auch, eben, wenn man so deinen Werdegang, was du machst, anschaut, dann hat man das Gefühl, dich scheinen so kurze Sachen in sich geschlossene Projekte eher zu faszinieren. Ist das so? Oder hast du dich zum Beispiel einmal mit dem Gedanken gedreht, einen Roman zu schreiben? Oder ja, ich habe mich nicht nur mit dem Gedanken gedreht. Ich habe einen Krimi geschrieben und den habe ich jetzt auf Verlag geschickt. Und das ist ja hart, oder? Also, wahrscheinlich gibt es das nie, aber vielleicht habe ich mal Glück und der Verlag findet, hey, ja, das wäre etwas. Das ist ganz etwas anderes. Da haben wir dann wirklich vorgenommen, ich sitze jeden Tag eine Stunde hin und mache etwas an dem Krimi, entweder studiere ich oder ich schreibe. Das habe ich etwa ein Jahr und zwei Monate gebraucht, bis es dann fertig war. Also der ist jetzt fertig? Der ist fertig. Und ist etwa 200-300 Seiten lang? So, also oder? In Buchform, ja, zwischen 200-300 Seiten. Das war noch schön. Weil im Theater habe ich ständig mit Leuten zu tun. Das sind recht schnelle Entscheidungen. Wie macht man das und das und das? Und beim Schreiben da habe ich meine Zeit und kann meinen Rhythmus, auf meinen Rhythmus eingehen. Das ist eine sehr schöne Abwechslung. Also du brauchst wie beides. So die Ruhe für dich können schreiben. Ja. Das ist vielleicht auch nicht immer einfach. Du hast Familie, zwei Kinder. Wo schaffst du dir die Ruhe? Ja, irgendwie. Ich laue mir sie amix. Du hast am Sommertheater amix in der Regie mitgewirkt. Das Jahr aber nicht. Sondern das Jahr hast du das Plakat gestaltet. Ja. Das Schiff in Schräglage. Zeichnen ist auch das eine Leidenschaft von dir. Ja, das war bei uns in der Familie halt das wie bei anderen musizieren. Also, mein Vater hat Cartoons zeichnet und hat mit dem das Geld verdient für die Familie. Und es ist klar, dass wir auch hergekocht sind und gezeichnet haben. Also das Zeichnen, das habe ich schon immer gemacht. Cartoons zeichnen dann auch, oder? Ja. Eigentlich möchte ich auch gerne, wobei die Zeitungen haben ja momentan überhaupt kein Geld, eigentlich möchte ich gerne auch Cartoons zeichnen für eine Zeitung, so regelmässig. Aber wenn da wieder mehr Geld drin ist, oder ich weiß nicht, in welcher Form dass das möglich ist, dann habe ich da vielleicht auch eine Chance, um so etwas zu machen. Ja, und
eben bei dem Krimi bist du jetzt einfach mal am Schauen, ob du den Verlag findest. Ja. Und der spielt dann wo? Der würde in Schaffhausen spielen. Dann. Ein Schaffhausen-Krimi? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau, also auch eventuell ein bisschen inspiriert von den Zürcher. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, nein, ich habe noch keinen Zürcher Krimi gelesen. Eigentlich. Ich lese meistens so aus dem englischen, amerikanischen Bereich meine Krimis. Von den Schweizer Krimis habe ich wenig gelesen eigentlich. Das wüsste ich gerade nicht. Mal vom Sutter habe ich kürzlich schnell durchgelesen. Ja. Genau, so schöner englische, amerikanische. Ja. Ja, unsere Zeit ist auch schon wieder rum jetzt. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Kurzband. Merci vielmals. Und auch noch bei deinen weiteren Projekten. Viel Spass. Danke vielmals. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich herzlich fürs Zuschauen und wünsche noch einen ganz schönen Abend. Wieder schauen miteinander.